Hi, mein Name ist Dominik Braun und in diesem Video soll es darum gehen, wie ihr ein Taschenbuch in ein E-Book konvertieren könnt oder besser ausgedrückt, wie ihr eine Word-Datei, die so formatiert ist, dass ihr den Text als Taschenbuch veröffentlichen könnt, in eine Word-Datei verwandelt, die so formatiert ist, dass ihr diesen Text als E-Book veröffentlichen könnt. Es gibt zwei Gründe eigentlich, warum ich dieses Video mache. Zum einen, weil ich euch diesen Trick zeigen will, wie es relativ schnell geht, einfach von Taschenbuch auf E-Book zu kommen, weil ich in meinen Tutorials ja auch schon angedeutet habe, wenn ihr vorhabt, E-Book und Taschenbuch zu veröffentlichen, dann ist es praktischer, mit dem Taschenbuch zu starten und daraus dann ein E-Book zu machen. Falls ihr diese beiden Videotutorials noch nicht kennt, kann ich die euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Also das ist jeweils eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Taschenbuch und für E-Book, wie ihr einen Text in Word formatieren müsst. Ein weiterer Grund, warum ich dieses Video mache, ist einfach die Tatsache, dass ich sehr häufig Anfragen bekomme von Leuten, die fragen, wie ist denn das mit deinen Taschenbuchvorlagen, die du verkaufst? Kann ich die eigentlich auch für E-Books verwenden? Und die Antwort auf diese Frage lautet ganz klar ja. Denn man kann sehr, sehr schnell dann aus einem Taschenbuch, was man erstellt hat, ein E-Book machen. Und das machen wir in diesem Video jetzt auch. Also wir arbeiten mit einer dieser fünf Taschenbuchvorlagen, die ich auf meiner Webseite zum Kauf anbiete, nämlich mit der untersten hier, mit Mindset. Die sieht so aus. Und dafür habe ich hier schon mal diese Vorlage an und für sich geöffnet. Also ihr seht, diese Vorlage, die besteht aus 12 Kapiteln. Die habe ich jetzt aber für dieses Videotutorial auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen gekürzt, damit wir schneller und zügiger damit arbeiten können. Also es sind letztlich 4 Schritte, mit denen wir ein Taschenbuch in ein E-Book verwandeln können, beziehungsweise eine Word-Datei. Wir stellen uns jetzt einfach vor, diese Word-Datei, die wir hier haben, die ist praktisch fertig, dass wir die in ein PDF verwandeln können, um dieses letztlich als PDF hochladen zu können und dann als Taschenbuch zu veröffentlichen. Das heißt, die ist praktisch final und die haben wir jetzt einfach dann unter dem Namen E-Book irgendwie gespeichert und wollen die jetzt so formatieren, dass es ein E-Book ergibt. Gut, 4 Schritte sind es. Der erste Schritt ist, dass wir die Kopf- und Fußzeilen löschen, denn für E-Books gibt es keine Kopf- und keine Fußzeilen. Das heißt, wir gehen jetzt an den Punkt im Dokument, wo die erste Kopfzeile auftaucht, machen da einen Doppelklick, Steuerung A für alles markieren und entfernen das. Dann gehen wir hier oben auf Nächste, also wir gehen praktisch in den nächsten Abschnitt hinein. Jetzt hängt er ein bisschen, kann passieren. Steuerung A, entfernen. Nächste, 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 Steuerung A, entfernen. Und so gehen wir eben das gesamte, So gehen wir jetzt das gesamte Dokument durch und löschen erstmal jede Kopfzeile, die wir haben in unserem Dokument. Und irgendwann müsste ich dann damit auch mal fertig sein. Genau. Dann ist der nächste Schritt. Wir gehen jetzt hier wieder raus, hüpfen an den Anfang unseres Dokumentes und machen das Ganze einfach mit den Seitenzahlen auch nochmal. Da geht das jetzt aber ein bisschen schneller. Wir klicken einfach hier bei der ersten Seitenzahl doppelt rein, gehen auf Seitenzahl, Seitenzahlen entfernen. Jetzt hat er es erstmal nur bei den ungeraden Seiten gemacht, deshalb machen wir das bei den geraden Seiten auch. In die Seitenzahl reinklicken und hier oben bei Seitenzahl auf Seitenzahlen entfernen. Dann können wir wieder rausgehen und wenn wir jetzt schauen,
Man kann das sicherheitshalber nochmal machen, ich mache es aber nicht, dass man jetzt das komplette Dokument nochmal sicherheitshalber durchschaut, dass keine Kopfzeile, keine Fußzeile mehr auftaucht. Das wäre der erste Schritt gewesen. Der zweite Schritt besteht darin, dass wir unnötige leere Seiten löschen. Das ist zum Beispiel das Schmutzblatt, das brauchen wir beim Taschenbuch vielleicht, aber beim E-Book nicht. Das heißt, löschen. So, dann haben wir hier eine leere Seite angelegt, weil wir beim Taschenbuch ja darauf achten müssen, dass bestimmte Abschnitte rechts oder links im Buch beginnen. Das ist beim E-Book irrelevant, deshalb können wir auch das hier löschen, diese leere Seite. Und das sollte es, glaube ich, erstmal gewesen sein mit leeren Seiten. Und dann gehen wir wieder an den Anfang unseres Dokumentes. Das war der zweite Schritt. Der dritte Schritt besteht darin, dass wir unser Dokument von oben nach unten durchschauen, ob wir irgendwo Leerzeilen hinzugefügt haben, damit bestimmte Textabschnitte nicht am Ende der Seite beginnen. Das macht beim Taschenbuch absolut Sinn, beim E-Book allerdings nicht, weil es sich bei einem E-Book um ein dynamisch erzeugtes Dokument handelt, was auf jedem Ausgabegerät anders dargestellt wird. Und wenn wir Leerzeilen haben, mitten im Text, dann kann das sein, dass das bei irgendeinem Ausgabegerät halt irgendwo mitten auf der Seite auf einmal eine Leerzeile drin ist und das sieht unschön aus. Und deshalb wollen wir die entfernen. Und hier haben wir auch schon welche. Die markieren wir und löschen die. Hier haben wir die nächste. Die löschen wir. Und auch das machen wir jetzt das komplette Dokument durch. Hier ist es übrigens nicht ganz so schlimm, weil die sind absichtlich angelegt. Das ist ja so eine Art Titelblatt für jedes Kapitel. Da kann man die gerne drin lassen, aber im Fließtext sieht es einfach unschön aus, weil Lücken entstehen können. So, ich kann euch jetzt schon vorab sagen, ich habe den Text extra so angelegt, dass keine weiteren dieser Leerzeilen mehr in diesem Text auftauchen. Ihr würdet jetzt aber logischerweise den Text von oben nach unten bis zum Ende durchgehen, um zu schauen, ob ihr noch weitere Leerzeilen findet, die ihr löschen könnt. Es kann dann durchaus passieren, dass hier vielleicht eine Überschrift am Ende der Seite beginnt und der Text dann erst auf der nächsten Seite losgeht. Das ist vollkommen in Ordnung, weil letztlich wird es auf dem E-Book-Reader ja höchstwahrscheinlich anders dargestellt. Das heißt, wir haben sowieso keinen großen Einfluss darauf, auf der wievielten Seite eine Überschrift oder ein Fließtext angezeigt wird. Das war auch schon der dritte Schritt und der letzte finale Schritt, der besteht darin, dass wir unser Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Das heißt, dass wir einmal das Inhaltsverzeichnis löschen, so wie es da ist. Ich mache das gerade noch einmal. Also wir klicken hier auf den Anfang des Inhaltsverzeichnisses, halten die Shift-Taste gedrückt. Das ist die Taste links auf der Tastatur, links unten, wo einfach nur der Pfeil nach oben geht. Dann klicken wir auf einen Bereich am Ende des Inhaltsverzeichnisses und jetzt ist der komplette Bereich dort markiert. Den können wir dann löschen. Und jetzt gehen wir hier über Referenzen, Inhaltsverzeichnis auf benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis. Und jetzt ist ganz wichtig, bei E-Book eben, dass Seitenzahlen nicht angezeigt werden, stattdessen aber Hyperlinks. Wir arbeiten mit, ja, ich würde sagen mit zwei Ebenen, drücken auf OK und schon ist das Inhaltsverzeichnis so angelegt, dass es für ein E-Book gerecht wird oder dass es einem E-Book gerecht wird. Was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir diese Leerzeilen hier auch löschen. Die waren im Taschenbuch vielleicht ganz okay, um so ein bisschen dafür zu sorgen, dass der Text dann auf einer ungeraden Seite danach beginnt, aber jetzt in diesem Fall ist es unsinnig, so viele Leerzeilen hier zu haben. Deshalb können wir die theoretisch auch löschen. Und das war es auch schon gewesen. Wir können jetzt auf Speichern klicken und schon haben wir aus unserem Taschenbuch ein E-Book gemacht, das ihr dann problemlos bei Amazon hochladen könnt als Word-Dokument und dort veröffentlichen könnt.
Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Dort gibt es weitere interessante Videos zum Thema Self-Publishing und Amazon KDP. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in einem weiteren Video wiedersehen. Bis dahin, macht es gut.